Dann kann ich das beides an einer Stelle machen. Gehen wir gleich nach unten. So, und zwar einmal das Energy Conduit und einmal das ME Conduit. Sollte funktionieren. Säfte haben wir jetzt. Jawohl. Haut das hier auch hin. Bist du online? Online. Du hast Holz und Stein. Aber platzierst nichts. Warum? Warum platzierst du nichts? Ah, ja genau. Input, Output, okay. Input, Output. Warum? Energie geht ja rein und die sind ihnen alle online. Und warum? Block Placement. Vielleicht wegen dem Storage passt nicht. Okay, dann. Okay, dann muss ich da ein Import. Kapazitätenkarte brauche ich dann für auf jeden Fall. Acceleration Card wäre auch nicht verkehrt. Import. Ein ME-Import Bus, bitte. Danke. Sind ja nur Stein und Holz. Kapazitätenkarte, ja. Ja, das ist dann, glaube ich, daran. Hoffe ich doch. Ich werde es gleich merken. So. Machen wir es mal leer. So. Import. Ja, beschleunigen. Einmal Kapazität. Du importierst bitte nur Holz und Steine. Ja. Ja, jetzt funzt's. Perfekt. So, und man sieht, das Holz wird nicht importiert, auch mit diesen Paints hier, weil die es ja hier nicht lagern können. Sehr schön. Warum das auch schön funktioniert, so wie es sein soll. Funktionierst du auch? Das sehen wir gleich. Na gut, ich will jetzt hier nicht weggehen, das verpassen hier. Na? Jetzt muss das quasi nur noch in unser ME-System eigentlich reingeschickt werden. Das könnte man vielleicht mit einem Tesseract machen, ich weiß es nicht genau, oder über einen Tesseract. Oder aber vielleicht legen wir auch Leitungen von da drüben nach hierher. Das kann natürlich auch gut sein. Flop, fertig. Perfekt. Da haben wir es drin. Sehr schön. Kann jetzt immer laufen, so nebenbei, und dann haben wir das genug von dem Zeug. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir hier das Zeug auch reintun. Sehr schön. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst jetzt auch.
auch weg. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. So, gib mir mal Stone. Stone und Wood. Füllen wir mal gerade ein bisschen auf. So, ist wieder Nacht geworden. Na toll. Rein damit, rein damit. So. Perfekt. Schön. Haben wir das auch erledigt. Okay. So. Von Sprema würde ich sagen, ne? Perfekt. Gut. So. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir jetzt noch? Okay, erstmal. Mehr habe ich nicht vorgesehen. Ach man, ruckelt nicht so viel. Mehr für diese Aufnahme habe ich eigentlich gar nicht vorgesehen. Gucken wir mal, was unsere Turbinen machen. Er läuft ein Ticken zu schnell. Kleinen Ticken. Ich glaube, du hast genau richtig mit 15.500. Okay, es geht eigentlich noch. Es geht noch. Kleinen Ticken zu schnell laufen die. Was macht der Big Reaktor? Ja, er läuft perfekt. Steam ist nicht voll. Perfekt, würde ich sagen. Auch wenn er ziemlich viel Sprit verbraucht. Der verbraucht ziemlich viel. Oh, boah. Also damit Hand nachfüllen, das geht nicht. Da muss ich da jetzt mal ein bisschen automatisieren zumindest. Nehmen wir mal eine Barrel. Barrel. Hopper. Haben wir keinen. Hopper. Zumindest, das ist jetzt nur quasi eine Notlösung quasi, die ich nur noch per Hand selber nachfüllen muss, aber besser wie nichts. So, und dann brauche ich noch Transfernot. Kommt noch eine Barrel. Jawohl. So, das dürfte dann hinhauen. So. Zenit kommt nur da raus, ja genau. So, und so. Zack. So, und hier quasi genauso. Es kommt sowas nicht mehr hier dran, aber das macht ja nichts. Yellowium. Mach mal voll. Voll, 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 voll. So. Ah, du bist leer. Wunderbar. Ich lasse erstmal das hier alles verarbeiten, bevor ich hier quasi die Kirby wieder aufstelle. So. Zack. So. Wunderbar. Jetzt läuft er. Gut, gut. Jetzt haben wir hier drei Turbinen stehen, die hier unser Energy Core ein bisschen aufladen. Ich könnte aber eigentlich auch hier ME-System. Das Lagersystem vielleicht. Wäre vielleicht eine Option, ich weiß es gerade nicht. Ich bin nur mal überlegen, wie ich das mit dem ganzen Lagerkram mache. Ob ich dann hier vielleicht ein paar ME-Drives hier noch hinstelle.
könnte fast passend sein. Wir müssen so, so kaum rein. Und da hinten. Weiß ich nicht. Schwierig, ist schwierig. Ist schwierig zu überlegen, wie man das schön baut. Auf jeden Fall haben wir hier schon jede Menge drin. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. ja. Ich könnte mal gerade so. RF Tools. Schauen wir mal gerade. RF Monitor. Crafter. Power Relay. Screen Controller. Machine Frames. Mal ein paar Screen Controller brauche ich. Habt ihr auch hier irgendwo nochmal Screen? Vielleicht so. Ja, genau, das ist er doch. Machine Base, okay, dann machen wir ein paar. Screen. Ich habe auch nur einen. Ja, genau. RF Tools. So, lass mal gucken. Da haben wir sie doch. Textmodul, dann Inventory, nein, Energy Modul, Energy Plus Modul, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied eigentlich ist, aber kommt so ein Energy Modul, dürfte reichen. Dimension Modul, Clock Modul, Fluid Plus, okay. Screen Controller, den stelle ich mir jetzt einfach hier hin, weil hier die Energie ist. Der braucht Energie. Ja, der braucht Energie. Yay. Dann dahin. So. Okay. Was machen wir hier? Text, Energie, groß bitte, Farbe, keine Ahnung, grün vielleicht, und Energie Modul, wir wollen RF, Bar, Kommas, ja, Kommas ist gut. Kommas ist gut. Oder Full. Ich sehe nichts. Full ist blöd. Nee, kompakt ist doof. Kommas ist gut. So, schau RF. RF pro Tick. RF Prozent. Nichts. RF. Ich könnte noch ein Energy Modul brauchen. Modul. So, noch ein Energy Modul. Da hätte ich dann nämlich gerne die F-Protik. Krass. So, und jetzt muss ich hier diesen Monitor scannen. Einen. Wunderbar. Invalid. Ja klar, ich habe ja noch was Wichtiges vergessen. Ich muss ja noch das
Sneak Attack on a machine to set the target. Okay. Habe ich dich jetzt gebunden an das Ding? Ich weiß es nicht genau. Probieren wir es mal aus. Nein. Haben wir nicht. Wieder draufstellen. Kettchenmodul ist cleared. Aha. Ist das jetzt gelöscht? Wahrscheinlich schon eigentlich, ne? So. Ja, invalid. Okay. Okay, dann muss ich das an den Pylonen hier machen. Zack. Zack. Guck mal, ob das hinhaut. Also wir kriegen 46.000 plus. Und wir haben wie viel? 1 Milliarde. Aber wir haben viel. Wie es ausschaut. Paar 11%. Nein, wir müssen das da haben. RF hätte ich gerne. Und RF Protik plus ist natürlich grün und rot ist minus. RF plus ist natürlich grün. Alles doof, was alles grün ist. Oh, vielleicht. Egal, ist doch wurscht. Ist. Kommas, voll kompakt. Also dafür, dass ich Kommas haben will, sehe ich ja keine. Naja, gut. Was soll man machen? So. Nochmal kurz hier einen Blick reinwerfen. Die laufen wunderbar. 100% Effizienz. Aha. Aha. Wunderbärchen. 15.500. Ja, passt. Soll mir recht sein. Läuft. Prima. Okay. Schön. Okay, da haben wir auch schon. Wie gut läufst du? Wunderbar. Muss man halt hier nur ab und zu nachfüllen und dann, wenn man halt braucht. Ne? Das ist nicht vollautomatisch, aber das ist eigentlich schon. Das passt schon. Können wir das noch in unser System einbinden, irgendwie, irgendwann, mal gucken. Das weiß ich nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Ja, schauen wir mal. Okay. Schockt die Leute doch nicht so. Gut. Dann mache ich jetzt erstmal hier ein Päuschen. Und in der nächsten Aufnahmesession werden wir uns wahrscheinlich hier drum kümmern müssen. Um unser ME-Kram. Da kommt hier ein neues ME-System hin. Weil ich noch nicht weiß, ob ich Storage-Bus da hinten hin machen soll. Die Storage, wisst schon. Ah, die ME-Drives, genau. Da, ob dahin oder ob ich die hier hinbaue. Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Schwierig, schwierig, schwierig. Okay. Muss mir ein paar Gedanken drüber machen, vielleicht. Mal gucken. Wahrscheinlich, wie ich mich kenne, mache ich mir keine Gedanken drüber. Naja. Gut, du läufst langsam aus hier. Sehr schön. Okay. Dann sage ich erstmal Tschüss und bis zur nächsten Aufnahmesession. Macht's gut, bis dann.